So, liebe Freunde, ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute ein paar Neuzugänge an. Silbermünzen, die heute reingekommen sind von einem Zuschauer dieses Kanals. Er hat mich angeschrieben, gefragt, ob ich Interesse an diesen Münzen habe. Ja gesagt und jetzt sind sie da. Und ich freue mich riesig darüber und ja, wir fangen am besten mal an. Und zwar haben wir hier einen sogenannten Half Dollar von 1993, Bill of Rights, James Madison hier zu sehen. Ausschließlich in polierter Platte geprägt. Ganze 586.315 Mal in San Francisco. Diese beiden auf jeden Fall erkennt man an dem S hier unten. Die gibt es auch aus West Point und diese beiden, wie gesagt, aus San Francisco. Genau, es handelt sich hier um Silbermünzen, 900er Silber. Ein Rohgewicht von 12,5 Gramm und damit ein Feingewicht von 11,25 Gramm. Allerdings nichts für den günstigen Schnäppchenjäger, da es sich hier um Sammlermünzen handelt. Nichts für die Junk-Silber-Aufbewahrung. Tatsächlich eher denn für die Sammlung. Ja, ich habe jetzt zwei davon. Eine landet bei mir in der Sammlung. Die andere geht auf die Tauschliste. Die werde ich auf jeden Fall los. Mache ich überhaupt keine Gedanken. Dann haben wir einen weiteren Half-Dollar aus dem Jahr 1982 auf den 250. Geburtstag von George Washington. Ebenfalls in San Francisco geprägt. Die andere Variante dieser Münze wäre dann aus Denver. Dieselben Parameter, 900er Silber, 12,5 Gramm roh, 11,25 Gramm fein. Auch diese Münze ebenfalls aus San Francisco, nur in polierter Platte geprägt. 4.894.044 Stück. Auch die hatte ich noch nicht in meiner Sammlung. Auch die wird dort jetzt selbstverständlich landen. Sehr schön. So, die letzte Münze aus den USA. Ein Standardumlauf Kennedy Half Dollar aus dem Jahre 1966. 400er Silber, wie gesagt, Umlaufgeld. Keine Sammlermünze. 4,6 Gramm fein. Und zirkuliert 908.984.932 Mal geprägt in Philadelphia. Stempelglanzvariante gibt es auch. 2.261.583. Diese Münze hatte ich schon. Die landet auf der Tauschliste. Die ist zu gut für Junk Silber. Die kann man noch gut eintauschen. So, dann kommen wir zu einer Münze, über die ich mich auch sehr gefreut habe. Südafrika. 5 Schillinge 1958 in einer wirklich sehr guten Erhaltung. Eine sehr schöne Münze. Hier handelt es sich um 500er Silber. 28,28 Gramm roh, dementsprechend 14,14 Gramm fein. In unzirkuliert 233.000 Mal geprägt, in polierter Platte 2.485. Klasse. Dann kommen wir zu zwei Münzen, die ihr auf jeden Fall schon kennt. Hatte ich auch schon öfter gezeigt. Ja, mit Kaiserreichmünzen, eine Mark. Die nehme ich immer gerne mit. Hab mir die dann auch angesehen, als sie angekommen sind, dachte, naja,
Für meinen Junk-Silberlager sind die zu gut aus. Die werden dann auf jeden Fall auf der Tauschliste landen. Dann habe ich nachgeguckt und habe ich festgestellt, hey, die beiden hattest du noch gar nicht in der Sammlung. Hat mir gleich doppelt gefreut. Wir haben hier zwei Markstücke aus dem Jahr 1914. Einmal mit dem Prägebuchstaben F für Stuttgart. 2.300.000 Mal geprägt. Und einmal Prägestätte G für Karlsruhe. 1.911.000 Mal geprägt. Wie gesagt, die landen in der Sammlung auf jeden Fall. 900er Silber. Ein Feingewicht von 4,995 Gramm. Sehr schöne Münzen. So, vorletzte Münze. Auch sehr interessant. Eine Feinunze. African Wildlife. Aus Sambia, aus dem Jahre 1999. Quara. Mutmaßlich eine Lizenzmünze, Prägestätte und Prägeauflage konnte ich nicht herausfinden. Aber solche Münzen wurden meines Kenntnisstandes nach oftmals in Europa und in Deutschland hergestellt, wie zum Beispiel die Arche Noah heute oder auch die Somalia. Elefanten und Leoparden, auch alle in Deutschland hergestellt. Sehr schön, ja. Mir auch gefreut, die kommt natürlich in meine Unzensammlung. Klasse. Aus dem Jahre 1999 gibt es tatsächlich noch eine zweite Münze mit einem anderen Motiv. Da schauen die Elefanten beide nach rechts. Habe ich auch nicht gewusst. Kann euch nicht sagen, welches die seltenere ist. Wie gesagt, ich kenne die Auflagen nicht. Sehr schön. So, und dann die letzte Münze, über die ich mich auch riesig freue, jetzt wo ich sie in den Händen halte. Habe immer gesagt, naja, komm, lässt du die Finger von. Wir sind jetzt sowieso auf 30 Gramm runtergegangen, aber ein China Panda. Ist im Jahre 2014, als die Münzen noch eine Unze schwer waren. Wie gesagt, mein erster, vermutlich auch mein letzter, aber wirklich ein tolles Motiv, eine tolle Prägequalität. Habe ich so noch nie wahrgenommen. Echt klasse. Gefällt mir super. Ja, also mit dem Kauf war ich sehr zufrieden. Vielen Dank nochmal an dich, Dirk, dass du mir das Angebot gemacht hast. Ich denke, du bist auch zufrieden, du hast dein Geld bekommen. Liebe Freunde, ihr könnt mir gerne Angebote schicken, wenn ihr irgendwelche Münzen verkaufen wollt. Mit Bildern bitte, damit ich die auch halbwegs einordnen kann. Über den Preis kann man sich dann bestimmt einig werden. Oh, hab's ein bisschen im Hals. Seht's mir nach. Genau. Schreibt mich einfach an. Die E-Mail-Adresse habe ich unten nochmal in der Videobeschreibung. Könnt ihr mich gerne anschreiben. Ja, ansonsten kommentiert. Sagt mir, was ihr von den Münzen haltet. Achso, möchte ich auch nochmal sagen. Ihr braucht jetzt nicht nur Sammlermünzen anbieten. Ihr könnt gerne auch alle möglichen Junk-Silbermünzen anbieten. Gerade hier Kaiserreich, irgendwelche abgeranzten eine Markstücke nehme ich sehr gerne. Drittes Reich nehme ich sehr gerne. Niederlande, Guldenstücke nehme ich sehr gerne. Könnt ihr mir gerne alles anbieten. Ja. Würde mich sehr freuen. Also ich möchte meinen Junk-Silber gerade ein bisschen aufstocken. So ein bisschen gerade so mein Fimmel. Natürlich Sammlermünzen nehme ich auch gerne, wenn der Preis stimmt.
Genau. Also, kommentiert, Daumen nach oben bitte, ein Abo dalassen, wenn ihr noch nicht habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.